Schnäppchen. So, jetzt schauen wir doch mal, was die Entertainment-Highlights der Woche sind. Geheimagentin im Auftrag ihrer Majestät. Kingsman 2 ist da. Die Gold Edition zu Resident Evil 7 ist ein Grusel-Komplettpaket. Legendäre Final Fantasy-Helden treten zum Kräftemessen an. Und für die Switch wurde das geniale Kreativkonzept Nintendo Labo vorgestellt. Ein Straßenrüpel wird zum königlichen Geheimagenten. Kingsman von 2014 zählt sicherlich zu den gelungensten Actionkomödien, ist aber leider relativ unbekannt. Doch zum Glück gibt es jetzt trotzdem eine spannende Fortsetzung. Einen Kingsman macht mehr aus als die Kleider oder die Waffen, die wir tragen. Man muss bereit sein, sich für das große Ganze zu opfern. Ich hoffe, du bist bereit. Für das, was jetzt kommt. Zu Beginn von Kingsman 2 The Golden Circle liegt alles in Schutt und Asche. Das Hauptquartier des ultrageheimen Agentenbunds ist zerstört, bis auf Eggsy und Merlin sind alle tot. Doch schnell ist eine erste Spur gefunden und die führt die beiden nach Amerika, wo sie auf ebenso geheime Kollegen treffen. Willkommen bei Statesman. Als eure amerikanischen Vettern arbeiten wir mit euch Seite an Seite. Legen wir los. Wir besitzen Verstand, Fähigkeiten und ein Springseil. Das ist ein Lasso. Was hab ich mich gefreut, als Kingsman 2 angekündigt wurde. Denn der erste Teil ist, wie gesagt, einfach ein Muss für Filmfans. Auch im Nachfolger gibt es meisterlich choreografierte Action, messerscharfen Humor und ein beeindruckendes Star-Line-Up. Auf DVD und Blu-ray bekommt ihr Kingsman 2 The Golden Circle jetzt bei Expert. Sehr amerikanisch. Fuck, ja! Yeah. Vor ziemlich genau einem Jahr erschien Resident Evil 7 und begeistert seitdem Horrorfans. Denn obwohl man erstmals aus der Ego-Perspektive spielt, brachte Entwickler Capcom viele Gameplay-Elemente zurück, die an frühe Zeiten der beliebten Serie erinnern. Wer Resident Evil 7 bisher noch nicht gespielt hat, kann sich jetzt mit der Gold Edition das ultimative Komplettpaket holen. Voraussetzung ist natürlich, dass eure Nerven stark genug sind, damit ihr euch in die gruselige Villa wagen könnt, in der eine unheimliche Kannibalenfamilie haust. Habt ihr den Hauptteil überlebt, könnt ihr euch den Erweiterungen widmen, die vollständig in der Gold Edition enthalten sind. Mit Band Footage Teil 1 und 2 bekommt ihr nicht nur weitere Missionen geboten, sondern auch zwei zusätzliche Spielmodi. Ebenso dabei ist das Kapitel Not a Hero, in dem ihr in die Rolle des beliebten Resident Evil Charakters Chris Redfield schlüpfen dürft. Und zu guter Letzt ist in dieser Sonderausgabe auch End of Zoe dabei, das einen Handlungsstrang aus der Hauptgeschichte weitererzählt. Die Resident Evil 7 Gold Edition ist jetzt bei Expert für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Und PlayStation VR-Besitzer können den Horror sogar in Virtual Reality erleben. Aber Vorsicht, das ist wirklich nur was für ganz, ganz Hartgesottene. Final Fantasy ist ja eine der erfolgreichsten Rollenspielserien überhaupt. Aber hin und wieder erscheinen auch sogenannte Spin-Offs, also Games, die einfach mal kurz das Genre wechseln. Und somit ist Dissidia Final Fantasy NT ein waschechtes Prügelspiel. Schon vor etlichen Jahren sind zwei Dissidia-Titel für die damalige mobile Konsole PlayStation Portable erschienen. 2015 folgte ein Teil für Arcade-Automaten in Japan und genau darauf basiert nun Dissidia Final Fantasy NT für die PlayStation 4.
Es handelt sich dabei um ein teambasiertes Kampfspiel, das in Zusammenarbeit mit Team Ninja entwickelt wurde, also jenem Studio, das hinter der renommierten Dead or Alive-Serie steckt und somit über reichlich Kampfspielerfahrung verfügt. Als Kämpfer stehen euch 20 legendäre Charaktere aus der 30-jährigen Final Fantasy-Geschichte zur Verfügung. Mit ihnen bildet ihr jeweils Dreierteams und messt euch in Online-Matches, privaten Runden gegen Freunde oder absolviert die Offline-Story. In allen Modi bietet das Spiel dabei ein tiefgründiges Kampfsystem, das nicht nur Knöpfchendrückerei, sondern auch strategisches Geschick erfordert. Selbstverständlich verfügen die Figuren über ihre typischen Attacken und Beschwörungen, wie sie schon aus den Hauptspielen bekannt sind. Im Laufe des Spiels sammelt ihr Erfahrungspunkte und die Spielwährung Gil, um weitere Fähigkeiten und Anpassungsmöglichkeiten freizuschalten. Dissidia Final Fantasy NT ist ein buntes Effektgewitter, das auf den ersten Blick ein wenig verwirrend erscheinen mag. Hinter dem chaotischen Gewimmel versteckt sich aber ein intelligentes Gameplay, das sich nicht nur Fans der Serie schnell erschließt. Exklusiv für die PlayStation 4 bekommt ihr Dissidia Final Fantasy NT jetzt bei Expert. Wenn es einen Spielehersteller gibt, der immer wieder mit seiner Kreativität überrascht, dann ist das Nintendo. Doch die neueste Ankündigung namens Nintendo Labo stellt locker alles bisherige in den Schatten. Denn bei Nintendo Labo handelt es sich um eine völlig neue Art, Games und Zubehör zu kombinieren. Die Hardware besteht nämlich aus Pappe. Diese wird in gestanzten Bögen geliefert, aus denen die einzelnen Bauelemente herausgetrennt, gefaltet, zusammengesteckt und ineinander geschoben werden. Fertig ist beispielsweise ein Klavier. Und nun der Clou. Steckt man die Nintendo Switch und die Joy-Cons in das Pappgestell, werden die Konstruktionen zu interaktiven Spielzeugen. Bereits im ersten Präsentationsvideo zeigt Nintendo eine Vielzahl verschiedener sogenannter Toy-Cons, bei denen neben der Pappe zum Teil auch Fäden und Gummibänder zum Einsatz kommen. Zu jedem Bausatz wird es natürlich die entsprechende App geben, um die Brücke zum Videospiel zu schlagen. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Nun, das meiste basiert auf den technischen Features der Joy-Cons der Switch. Der rechte Controller zum Beispiel verfügt über einen Infrarot-Sender und Empfänger, der Bewegungen am Joy-Con registriert. Und auch die Bewegungssensoren und die HD-Vibrationsfunktion kommen zum Einsatz. Erscheinen wird Nintendo Labo am 27. April und zwar zunächst mit zwei Paketen. Das Multiset enthält 5 Toy-Cons, nämlich ein ferngesteuertes Auto, ein Klavier, eine Angel, ein Haus und ein Motorrad. Mit dem zweiten Paket hingegen könnt ihr euch mit einem Rucksack, einem Visier und weiteren Elementen ein anziehbares Roboset zusammenbasteln. Die technische Umsetzung ist so einfach wie genial, aber Nintendo Labo ist vor allem deshalb so innovativ, weil es ganz neue Wege geht, die es im Videospielbereich so noch nie gegeben hat. Gerade für Kinder ist die Mischung aus kreativem Basteln, dem Nachvollziehen mechanischer Funktionsweisen und digitalem Spielspaß höchst spannend. Ab dem 27. April ist Nintendo Labo erhältlich, natürlich auch bei Expert. Das waren die Highlights der Woche und natürlich folgt nächsten Freitag die nächste Ausgabe von Expertain Update. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unsere Facebook-Page oder auch den YouTube-Kanal, denn dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Tschüss, bis nächste Woche. Und natürlich gibt's bei Expert auch jeden Mittwoch ein Expertenangebot der Woche, beziehungsweise diese Woche sogar zwei. Entweder ihr holt euch das Huawei P10 Lite zum Superschnäppchenpreis oder einen Multifunktionsdrucker von Epson. Klickt das Video hier unten an, dann erfahrt ihr mehr.